Und damit welcome back, Freunde der Wüste, zu einer weiteren Labenfolge Starsend Version 1.0. Gut Leute, wir sind hier an dieser fetten Ruine angekommen und wir werden hier nochmal einiges durchforsten und gucken, was es da für schönen Loot gibt. Bevor wir aber jetzt hier nochmal losdüsen, hätte ich gerne mal einen Anzug. Wer von euch hat meinen Anzug dabei? Ja, den hätte ich gern. Zack, die Bohne. So, und schmeißen wir das hier erstmal da rein. Das Cannabis da raus. Dann das hier da rein. So. So, du bist voll. So, Lupin hat noch Platz, ne? Geht jetzt schon mit dem Platzmangel los. Na gut, ich könnte jetzt hier nochmal eine Ananas verdrücken. Dann wäre ich hier schon mal relativ stabil. Machen wir mal Doppel-Ananas. Bringt halt Hunger plus auch Wasser, was halt praktisch ist. Dann setzen wir euch alle mal auf Folgen und dann können wir hier einfach mal durchstolzieren. Dann so, klebt ihr mir auch immer am Arsch, will ich hoffen. So, speichern nochmal kurz. Ja. Und dann kicken wir mal, wa? Ah, sie kommen alle drei. So mag ich das. Ja, wir werden dann versuchen, mit diesem Anzug da oben ein bisschen Parcours zu gestalten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, ob es da oben irgendwas Interessantes gibt. Aber man muss es halt mal testen. Was haben wir hier? Ein Opferschrein? Schön, wie sie mir alle hinterher dackeln. Ja, toll macht ihr das. Toll. So mag ich das. Klebt mir schön am Arsch hier. Okay, da ist nichts Interessantes. Oh no. Oh no. Warte, 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 ich brauche Rüstung. Rüstung. Den hier raus. Rüstung an. Kopf habe ich leider nicht. Machen wir wieder den hier. Ah, oh, nee, dass die jetzt kommen müssen. Das ist schon wieder ärgerlich. So, hatten wir hier irgendwo Stoff. Und den können wir stacken, das passt. Essenstechnisch. Ja, Lupin können wir nochmal füttern. Cecilia können wir nochmal füttern. Wilson Gate. Okay, ihr chillt hier. Damit wäre ich einverstanden. Ich muss nämlich jetzt gleich kämpfen. Habe ich zwar eigentlich gar keinen Bock drauf gerade. Habe ich eigentlich nie Bock drauf. Auf diese blöden Außerirdischen. Okay, sie folgen mir noch. Auch gut. Aber was sollen wir machen, ne? Die sind halt ganz schön penetrant, die Viecher. Kann man schon irgendwo erblicken, wo sie sind? Bringt das eigentlich irgendwas, wenn ich vom Kamel aus kämpfe? Bisher ist alles ruhig, alles gut. Schauen wir mal hier rein. Uralte Struktur. R drücken, um... Okay, ich habe irgendein neues Teil gelernt im Baumenü. Okay, ich kann irgendwas Neues bauen. Nein, jetzt blockieren die den Eingang. Ich hoffe, ich komme da wieder raus. Okay, hier ist noch eine... Oh, Doppelschriftrolle? Geil. Oh, geil. Die Metallspitzhacke. Nice. Was haben wir hier? Ein Doppelbett und eine Feuerstelle. Eine ordentliche Feuerstelle. Okay, kann man machen. Weil das ist sogar noch eine dritte. Gönnung. Nochmal was zum Bauen. Okay, an sich schon mal ziemlich geil hier. Nein, wegen der Metallspitzhacke war das schon gut. So, ja, jetzt haben wir das Problem, oder? Jetzt haben wir das Problem. Ich komme hier nicht mehr raus, oder was?
ein Stück Karte. So, wir sind jetzt... Wo sind wir denn? Sind wir hier? Maybe. Ja, Kinders, wir haben jetzt hier ein Problem. Oh. Okay, oder auch nicht. Ist eh gerade Sturm. Sturmzeit. Wenn ich jetzt nicht folgen sage zu Wilson, gehst du weg, oder? Wilson, chill. Hier sind wir aber an sich safe vom Sturm. Machen wir halt eine kleine Pause, hätte ich gesagt, ne? Nutzen wir die Zeit und die Gelegenheit. Ich bin ganz schön durstig, muss ich sagen. Ich glaube, dass die außerirdischen Bestien nicht mehr kommen. Oder sie kommen direkt nach dem Sturm. Das müssen wir mal gucken. Ja, Leute. Was geht so bei euch? Was treibt ihr so Schönes? Aha. Aha, aha, aha. Okay, Leute, sehr gut. Sehr gut. Jetzt schauen wir hier wieder runter. Sonst war ja da oben nichts mehr. Da war jetzt nur das eine Gebäude. Hier haben wir noch ein bisschen Schwefel, so wie es aussieht. Ich würde ganz kurz gerne mal darüber schauen. Ich hoffe, ihr verhakt euch jetzt nicht irgendwo. Hätte man jetzt auf jeden Fall noch was mit einbauen können. Okay, wir probieren es mal mit Jumpen. Ach so, geht ja gar nicht. Hör den Anzug gar nicht mehr an, ne? Ja, ich glaube aber, die Viecher kommen nicht mehr. Sehr gut, Fehlalarm. Freue ich mich. Nee, Moment. So, Brust, top, so, lala, jetzt müsste es gehen. Ninja. Ja, okay, aber wir können ja eigentlich hier auch hoch. Ist das irgendwie ein Spezialbaum? Nein. Anscheinend nicht, schade. Man hätte hier auch irgendwas platzieren können. Ohne Scheiß. Also ich als Entwickler hätte da safe was drauf gebaut. Und alle durch? Ja. Weil dann hätte man auch mehr Anreiz dazu, diesen Anzug zu finden. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es sich lohnt, da oben noch zu gucken. Bock hätte ich ja schon. Aber dann lasse ich die Kamele auf jeden Fall hier. Und wir könnten hier starten, gehen dann darüber. Wir machen das jetzt einfach mal. So, nochmal füttern. Ich weiß, ich fütter sie jetzt gerade sehr oft. Cecilia geht noch. Platz, Sitz. Und gleich wieder. So, Platz habe ich noch, falls wir doch was finden. So. Jetzt machen wir hier ein bisschen Parkour.
hoch. Okay, war nicht notwendig. Wie schaut es mit dem Treibstoff aus? Ja, okay, verbraucht nicht so viel. Muss ich gar nicht so sparsam sein. Aha. Das funktioniert so nicht. Da muss man echt aufpassen. Okay, irgendwie. Nochmal hier schauen, aber ich weiß echt nicht, ob das was bringt, Leute. Ich glaube, das ist Zeitverschwendung, was ich hier tue. Wir machen es jetzt mal so, wir machen jetzt noch eine Stichprobe. Geht's nochmal hier hoch. Wenn möglich. Alter, Glitchery Doodle. Okay, nee. Ich glaube, das soll nicht so. Aber es wäre cool gewesen. Da hätte man locker noch was draus machen können. Ich kann es aber auch nicht lassen, ne? Ich muss herausfinden, ob da noch irgendwas Geheimes ist. Okay, wir sind circa bei Hälfte. Hey. Vorsichtig hier. Aber hier ist nur eine große Ritze. Eine schön feuchte Ritze hier. Was soll das? Kein Loot. Aber hier können wir nochmal lang. Los, liebe Entwickler, belohnt mich. Also, wenigstens hier hätten wir irgendwas hinstellen können, ohne Scheiß. Traurig. Sehr, sehr traurig. Theoretisch könnte man noch mit hoch, hätte ich gesagt. Oh. Das soll nicht so, oder? Nee, das soll nicht so, Leute. Okay, aber okay, dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, die Entwickler haben daran gar nicht weiter rumgeschraubt. Nichts Neues hinzugefügt, dann kann ich mir sowas fürs nächste Mal dann einfach sparen. Okay, das war auch dumm. Ja, wir erholen uns sehr schnell, so ist es nicht. Naja, dann haben wir es jetzt wenigstens mal ausprobiert. Okay, Kinders. Are you ready? Ich habe irgendwie echt das Gefühl, dass man hier echt scheiß viel Wasser braucht. So, das ist Cecilia. Machen jetzt mal, ja, machen wir halt wieder Ulsenhof folgen. Ah, Lupin kann man nochmal füttern. Cecilia. Machen wir uns wieder auf den Weg. Natürlich im Dunkeln. Ah. I don't like. So geil. Juckt die einfach gar nicht. Ihr wollt hier nicht weg, oder? Euch gefällt's hier. Folgen.
die auf Licht folgen? Okay, ich glaube, ich bin hier nochmal. Ich habe jetzt keine Lust, da wieder nachts rumzurennen. Wenn ich ehrlich bin. So. Dann wird jetzt hier nochmal schnell geschlafen. Schlaf. Schlaf ist was Tolles. Umso mehr, umso besser. Was ist los? Was ist los? Was? Was ist los? Hä? Was hat mein Typ? Wieso ist er nicht komplett ausgeruht? Die sind immer noch auf Folgen. Mal kurz reingucken. Tja, sein können, dass hier noch was ist. Wunderbar, ein neuer Tag, ein neues Abenteuer, hätte ich gesagt. Okay, speichern wir nochmal und dann geht's los. Aber was war das jetzt hier für Schaden, den ich bekommen habe? Kann mir das jemand erklären? So, ich geh jetzt mal auf Wilson. Halt. Oh, nervig. Wahrscheinlich, weil wir geschlafen haben. Folgen bitte. Und folgen bitte. Kriegen wir das jetzt hin hier? Immer schön Wilsons Arsch hinterher. Okay, top. Funktioniert. So, dann Frühstückszeit. Ja, seht ihr, den Marker, den wir aufgestellt haben, der ist weg. Den hat sich der Sturm geholt. Okay, Flasche leer. Nicht gut. Na gut, da würde ich mal sagen, immer geradeaus, der Nase nach. Hm? Feld. Das berühmte. Mehr gibt's hier nicht. Nur tausende von Kakteen, Sand, Stein, Geröll und Hitze. Okay, cool, alle noch dabei. Sehr gut. Ah, da vorne haben wir ein paar Feinde. Oh, ein paar viele. Eins, zwei, drei, vier. Vier Stück. Wenn ich jetzt Leder bräuchte, könnte ich sie killen, aber Leder haben wir eigentlich echt gut was zu Hause. Ich glaube, wir haben noch so 60 Stück. Das heißt, wir können die jetzt einfach mal umgehen. Das ist nicht so wild. So, ein Ort müsste jetzt eigentlich noch kommen. Da hinten sehe ich irgendwas. Kinders! Jawohl, brav. Kommt mir hier irgendwie bekannt vor.
Déjà-vu. Okay, aber hier waren wir noch nicht. Ein paar Pfeile noch. Und eine grobe Axt. Puh, ja, würde ich jetzt zerlegen. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich habe die Metallaxt. Ein bisschen Tonerz. Das war's schon wieder. Können wir schon wieder weiter. So, seid ihr noch auf Folgen? Nein. Lupin? Ach doch, warte mal, die waren auf Folgen. Nee. Jetzt müssten sie auf Folgen sein. Ja, okay. Alright. So, nichtsdestotrotz hätte ich jetzt hier gerne nochmal einen Marker hingesetzt. Wie viel Stock? Weil wer hat das? Alter. Lass mich doch mal ran da. Er hat Stock. Switch. Okay. Super umständlich immer mit diesen Folgen. Aber manuell funktioniert es halt einfach am besten. Okay, jetzt brauchen wir einen Marker. Cool, wenn ich den von Kamel ausbauen kann. Den setzen wir jetzt, weil wir von da gekommen sind, in diese Richtung, hier an dem Stein am besten. Nicht schubsen, Leute, nicht schubsen. So, wo sind wir? Schon wieder raus? Sind jetzt hier rausgegangen? Hier rein, hier raus. Das heißt, haben wir eine Abzweigung verpasst? Oder kommen wir hier nur darüber hin? Könnte natürlich... Oh, shit. Oh, shit. Die haben sich gar nicht angekündigt. Oh, goddammit. Oh Gott. Wenn mir das schon auf den Sack geht. Ich habe irgendwas auf YouTube gesehen, man kann das so machen. Okay, funktioniert eigentlich ganz gut. Gut, ist geil. Gut, dass ich mich doch immer ein bisschen schlau mache. Alter. Treffen müssen wir halt, ne? Alter. Hört mal auf zu zappeln jetzt. Ich muss nur aufpassen, wo ich glaube, ich kann mein Tier gar nicht treffen. Okay, das funktioniert scheiße gut, Mann. Ich glaube, da kommen noch welche. Das waren noch nicht alle. Shit. 4 Pfeile habe ich noch. Geil. Ist noch einer. Okay, den Rest muss ich jetzt mit dem hier machen. Ach, guck mal, die hauen auch wieder ab dann. Praktisch.
Wenn wir mal Pfeile hier einsammeln. Folgen wir der Spur der Pfeile. Okay, Boy. Ach so, ja. Katana-Action. Zwischendurch mal so. Uff, Data. Okay. Geil. Also immer auf dem Kamel kämpfen am besten. Ich habe jetzt zwar super viele Pfeile verloren, weil ich super viele Pfeile daneben geschossen habe. Schnoop. Aber ein paar kriege ich ja wieder. Wenn es ist, wir haben auch noch ein paar Steine eingesammelt. Das Gute ist, hier in dem Gebiet sieht man wenigstens, wo man die Sachen hingeschossen hat. Ja, ja, doch, da geht schon noch was zusammen. Okay, wir nehmen es mal mit. Ich brauche Wasser. Oh, ich brauche dringend Wasser. Ich glaube, es war jetzt der zweite Beutel, der leer war. Hat jemand von euch noch die Nivea Sonnencreme stecken? Gib mir mal. So, dann nochmal was futtern. Reicht erstmal. Okay, cool. Es hat funktioniert. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken. Seht ihr, das ist da oben ein bisschen Wegweiser. Mal füttern. Folgen. So. Alle satt? Sehr gut. Können wir endlich weiterziehen hier? Ja, also der zeigt jetzt da lang. Das heißt, wir müssen einfach in diese Richtung hier weiter. Und soweit es geht, rechts halten. Wir kommen jetzt dann nochmal zu dem einen Eingang, wo wir eh schon waren. Ihr seid doch mal im Arsch. Sehr gut. Eieieiei. Da machst du was mit, du. Gott sei Dank waren das jetzt nur drei. Ich weiß auch gar nicht, ob das von den Entwicklern so gewollt ist, dass man auf dem Kamel im Grunde dann safe ist. Macht das Ganze natürlich nochmal erheblich leichter. So. Da ist der Eingang. Da waren wir. Und jetzt geht es einfach mal weiter in diese Richtung zum zweiten Eingang. Den, glaube ich, werden wir dann heute auch noch erreichen. Wie sie angelaufen kommen. Hier kommen. Oben ist ein Wegweiser. Ich glaube, hier könnten wir jetzt auf jeden Fall nochmal einen Marker bauen. Und vielleicht auch nochmal einen Speicherstand. Kann ja nicht schaden. So, setzen wir hier mal den Marker Richtung Norden. Bam. Ah, okay. Machen wir jetzt hier auch nochmal so eine Art Tor hin. Dann gucken wir mal. So, Speicherstand. Nehmen wir hier nochmal was zu trinken. Top. Essen.
können wir eigentlich auch noch. So. Nein, nicht. Oh, er ist ja auch absteigen. Ich wollte eigentlich vom Kamel aus speichern. No, no, no. Hey, hey. So. Da geht's. Jetzt düsen wir noch ein bisschen in die Richtung, Leute. Das müsste Stein sein. Diese Wegweiser da oben irritieren mich ein bisschen. Es gibt einem so das Gefühl, dass man da oben auch hin könnte. Dass es da oben irgendwas gibt. Ach, das sind gar keine Wegweiser, oder? Das sind einfach nur Pflanzen. Kakteen. Kakteen, die sich als Wegweiser ausgeben. Ah, da ist die Big City. Kennen wir auch noch, aber natürlich gibt es da jetzt neue Blueprints. Deswegen müssen wir da wieder hin. Okay, wisst ihr was? Einfach weil ich es kann. Könnte ich das irgendwann bereuen, wenn ich jetzt hier direkt nochmal einen hinsetze? Ach, was soll's. Baumstämme werden wir schon irgendwo noch finden, wenn's ist. Dann setzen wir jetzt nämlich... Immer. Da vorne ist schon eins. Nee, nee, okay, alles klar. Das ist aber sehr gut, dass jetzt da vorne schon eins ist. Denn die Folge ist zu Ende, Leute. Es war mir auf jeden Fall wieder ein Vergnügen, mit euch hier durch die Wüste zu galoppieren. Mit euch und dieser schönen, attraktiven Karawane. Und beim nächsten Mal schauen wir uns die Ruinen nochmal an und gucken, was da für neue Blueprints auf uns warten. Und was es dann sonst noch so alles gibt. Ah, so. Erstmal Päuschen machen, Leute, oder? So ist richtig. Top. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Und natürlich würde es uns hier alle freuen, wenn ihr uns eine Unterstützung in Form eines Daumens da lasst oder einen Kommentar verfasst, Feedback gebt, etc. pp. Und jetzt wünschen wir, Karawane, wünschen euch jetzt noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.